den vergangenen Wochen wird berühmte Kunst immer wieder von Klimaaktivistinnen für Protest genutzt. Entweder sie werden mit Lebensmitteln beworfen oder Leute kleben sich mit Sekundenkleber daran. Aber was genau soll das Ganze eigentlich? Ich bin Jette, wenn du mich noch nicht kennst, auf meinem Kanal geht es um Kunst und Kreatives. Ich mache ab und an Kunstdokus, zeige euch aber auch einfach meinen Alltag als Künstlerin. Und in diesem Video analysiere ich, warum gerade Kunst aktuell so viel für Klimaaktivismus genutzt wird und ob das Ganze extrem clever oder extrem respektlos und unnötig ist, denn die Meinungen gehen da wirklich komplett auseinander. Ich finde diese ganze Debatte aktuell sehr interessant und dachte mir, ich präsentiere euch daher in diesem Video mal ein paar Argumente für beide Seiten, sodass ihr dann selber entscheiden könnt, was ihr von dem Ganzen haltet. Je mehr ich mich mit dem Ganzen auseinandersetze, desto mehr kann ich die Perspektive der Aktivistinnen auch verstehen. Und das kommt von einer Person, die nie im Leben irgendwas auf Kunst werfen würde und auch viel zu viel Respekt davor hat. Und auch nicht für Aktivismus würde ich das tun. Dann gehe ich lieber auf die Straße und mache beim Klimaprotest mit. Ich möchte außerdem die 400.000 Abonnenten auf YouTube erreichen. Wenn du also Lust hast, meine kreative Arbeit und meine Kunst zu unterstützen, dann kannst du das mit einem Abo sehr gerne tun. Falls ihr gar keine Ahnung habt, wovon ich spreche, hole ich euch kurz ab. Anfang des Jahres wurde die Mona Lisa mit Kuchen beworfen. Ich war auch an dem Tag im Louvre. Ich habe euch meine Mona Lisa-Doku mal hier auf dem i verlinkt und auch eine Infobox, wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet. Dann wurden die Sonnenblumen von Vincent van Gogh in der National Gallery mit Tomaten beworfen. Claude Monets Heuschober in Potsdam hat Kartoffelbrei abbekommen. Und in Dresden haben sich Aktivisten an die Sixtinische Madonna geklebt. Und neulich haben auch so zwei Dudes sich an das Mädchen mit dem Perlenohrring gehängt und der eine Dude dem anderen so eine ganze Dose Fleischtomaten in den Nacken gekippt. Ja. Anyway, angenommen, ich bin Klimaaktivistin und ich möchte mit meiner Arbeit so viele Menschen wie möglich erreichen. Und wenn ich dann sehe, wie viel Aufmerksamkeit jemand bekommt, der die Mona Lisa im Louvre kägt, dann würde ich mir auch denken, warum nicht auch so? Hole ich mir eine Dose Tomaten, gehe damit ins Museum, suche mir das berühmteste Bild, wo die meisten Menschen stehen und filmen und klatsche das voll. Also klingt theoretisch nach einem einfachen Weg, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist der Sinn von Aktivismus. Aber gleichzeitig ist da auch irgendwie so der erste Punkt, wo ich mir denke, klar, die mediale Aufmerksamkeit ist da, aber übers Klima sprechen wir nicht so richtig. Es geht oft, gerade in Artikeln oder auch auf Social Media, immer um die Kunst. Was ist mit der Kunst passiert? Geht es dem Gemälde gut? Und das Thema ist nicht, ah, jemand hat das Gemälde bespritzt, aber egal, wir wollen ja über das Klima sprechen. Das Klima ist ja das, worauf wir eigentlich unseren Fokus legen sollten. Kunst für Aktivismus zu nutzen ist übrigens nichts Neues. Gerade jetzt mal beim Beispiel der Mona Lisa, auch das habe ich in meiner Doku erklärt, wurde schon vor Jahren beworfen mit, ich glaube, Säure, Farbe und einer Teetasse. Und wegen solcher Aktionen, aber auch generell zum Schutz, hängen eben die meisten Gemälde hinter Glas und sogar Panzerglas, damit denen nichts passieren kann. Und das, finde ich, ist auch irgendwie so ein bisschen der springende Punkt, weil mit der Kunst an sich passiert nichts. Das, was bis jetzt eher beschädigt wurde, sind dann vielleicht die Rahmen oder die Umgebung, wo das Bild hängt. Und das wissen viele auch tatsächlich nicht. Also auch in meiner Community, als ich das geteilt hatte, waren viele entsetzt und empört, dass Leute da irgendwie Tomatensauce gegenwerfen, weil sie denken, das zerstört die Kunst. Kulturgut wirklich zu beschädigen oder die Tomatensauce in Anführungszeichen nur auf eine Glasscheibe zu werfen, ist natürlich ein großer Unterschied. Ein häufig erwähnter Kritikpunkt hingegen ist der fehlende Themenbezug vom Aktivismus zu der Kunst und den dargestellten Motiven. Viele Artikel, die ich gesehen habe, die kritisieren das, was man in der Schule nennen würde, Thema verfehlt. Gerade auch, weil da schon ein Risiko besteht, dass irgendwann auch was geschädigt wird. Und da hört es dann für mich persönlich auch auf. Aber ist das Thema wirklich verfehlt? Weil was ist denn das Ziel des Ganzen? Ziel ist es, Aufmerksamkeit zu bekommen und zu polarisieren. Und wenn man das betrachtet, dann ja, das Ziel wird erreicht. Über die Art und Weise, wie das passiert, kann man diskutieren.
Ein Beispiel, die Kunst von Claude Monet. Dessen Heuschoberbild wurde auch, ich glaube, mit Kartoffelbrei beworfen. Der Maler war ein Naturenthusiast. Er widmet seinem ganzen Leben das Malen von Natur, darzustellen, wie schön die Natur ist. Er malt ganze Serien, wo er diese Heuschober in verschiedenen Lichtverhältnissen darstellt. Er bewundert die verschiedenen Stimmungen der Natur, die durch Licht und Schatten erzeugt werden. Und ausgerechnet das Bild, das die Natur so schön darstellt und so schätzend darstellt, wird dann überschüttet. Viele sagen, Klimaaktivismus hat überhaupt nichts damit zu tun, aber halt irgendwie schon. Ich glaube, es geht hier vielleicht auch sehr so um die Symbolik des Ganzen, dass die Natur extrem zerbrechlich ist und dass die Farbe auf dem Bild das dann repräsentiert. Vielleicht werden also Naturdarstellungen wie Van Goghs Sonnenblumen und Monets Heuschober deshalb gezielt genutzt. Wie jetzt das Mädchen mit dem Perlenring da reinpasst, verstehe ich dann nicht so richtig. Aber oft haben ja auch die einzelnen Leute nichts miteinander zu tun, die das machen. Vielleicht gebe ich jetzt aber auch viel zu viel Credit und die Aktivisten haben sich jetzt einfach nur das berühmteste Gemälde in dem Museum ausgesucht, weil das am meisten mediale Aufmerksamkeit bekommt, weil da immer Leute stehen, die es filmen oder Fotos machen und das Ganze dann aufzeichnen, damit es eben um die Welt geht. Vereinzelt gibt es tatsächlich sogar einen Themenbezug. Am 4. Juli haben sich in der National Gallery in London, da wo auch Vincents Sonnenblumen hängen, zwei Aktivisten ein paar mehr Gedanken gemacht. Und zwar haben sie das Landschaftsgemälde der Heukarren beklebt mit einer neuen Version des Gemälde, das quasi eine apokalyptischere Version des Originals abbildet. Und ist das jetzt schon Performance Art oder ist das dann auch wieder Vandalismus? Und kürzlich, letzte Woche, am 15. November, da haben sich in Wien zwei Aktivistinnen das Gustav Klimt-Gemälde Tod und Leben ausgesucht, welcher Titel ja schon irgendwie Bezug zu dem ganzen Thema hat. Und gleichzeitig zeigt es auch, dass ein Gemälde, das mit Farbe überschüttet wird, viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommt als die Klimakrise aktuell. Das heißt, Parallele, maybe that's the point? Heuschober zum Beispiel ist gleichzeitig das teuerste Claude Monet-Gemälde auf der Welt. Das hängt in Potsdam im Museum Barberini. Der Sammler, dem das gehört, Hasso Plattner, hat das 2019 gekauft für 100 Millionen Euro bei Sotheby's. Und jetzt hängt es Teil seiner Stiftung im Museum. Ich glaube, da stellt sich dann vielen Aktivistinnen die Frage, okay, was hätte man jetzt mit 100 Millionen Euro noch so machen können? Das eben wieder als Parallele und warum Aktivistinnen dann Kunst als Mittel nutzen, um ihre Message zu verbreiten. Das ganze Geldthema um die Kunst könnte auch noch eine Rolle spielen, wenn man in Relation setzt, wie teuer Kunst ist und wie unglaublich wenige Menschen im Schnitt sich Kunst kaufen können. So einen richtigen Zugang zu Kunst haben du und ich halt nicht, außer wir gehen ins Museum. Also richtet sich der Protest vielleicht auch weniger an die Kunst an sich, sondern das, wofür sie steht, eine sehr elitäre Gesellschaft und wovon sich sicherlich viele Menschen, Aktivistinnen einbegriffen, von ausgeschlossen fühlen. Kunst mit Lebensmitteln zu bewerfen, könnte also auch ein Weg sein, zu sagen, ey, stopp mal, es gibt Wichtigeres zu finanzieren als teure Kunst. Kunst wirkt ja auch für Menschen, die sich extrem wenig damit beschäftigen, überhaupt nicht nahbar. Und vielleicht sind es auch diese Menschen, die dann nicht verstehen, dass Museen eben genau der Ort sind, der Kunst nahbarer und auch erreichbar für uns macht. Sonst würde das ja irgendwie bei einem reichen Milliardär im Safe hängen und man könnte sich das nicht angucken. Oftmals werden die Werke eben auch genau von solchen Leuten an Museen gegeben und gespendet, damit jeder was davon hat. Und weil in einem Museum dann eben dieses Kunstwerk auch so ein Stück jedem gehört, der sich das jederzeit ansehen kann, trifft es, glaube ich, viele auch so ein bisschen persönlich, wenn das dann beworfen wird. Das Museum Barberini war dann auch erstmal geschlossen und die Kunst war nicht mehr zugänglich. Fakt ist, dass in der Politik aktuell immer noch nicht genug passiert, um gegen die Klimakrise vorzugehen. Aber sind wir mal ehrlich, haben sich seitdem PolitikerInnen hingesetzt und gesagt, so, jetzt gibt es erstmal neue Gesetze? Weiß ich jetzt nicht. Wir sind irgendwie immer noch hier, diskutieren über die Kunst, wie wir das finden, dass die Kunst jetzt für Aktivismus genutzt wird. Und diese Form von Klimaprotest scheint mir nicht besonders lösungsorientiert, sondern eher polarisierend. Aber das ist eben auch das, was
Protest und Aktivismus ist. Man muss dazu aber auch einfach wirklich mal sagen, dass es die Aufgabe der Politik ist, Lösungen zu finden. Die Aufgabe der Klimaaktivistinnen ist nicht, Lösungen zu präsentieren, sondern Aktivismus bedeutet, laut zu sein. Und Kunst zu bewerfen ist irgendwie laut, ob mir das jetzt gefällt oder nicht. Es ist eine Ausdrucksform der Verzweiflung und das erreicht man eben nicht, wenn man leise ist. Und es gibt ja tatsächlich auch Kunstformen, die dem Klima wirklich schaden, wie zum Beispiel NFTs, alles was mit Kryptos und Blockchain und so zu tun hat. Die haben jetzt schon einen höheren CO2-Abdruck als Vincent Sonnenblumen. Viele kritisieren es auch, die Sonnenblumen von Van Gogh irgendwie zu bewerfen, weil der als Künstler ja auch sehr, sehr, sehr viel gestruggelt hat mit seiner Mental Health, sich später das Leben nahm. Und das hat ja dann auch irgendwie was Mobiles an sich, seine Arbeit so zu entstellen. Viele haben ja auch geschrieben, dass sie auf TikTok gesehen haben, dass da irgendwie die Öllobby hintersteckt. Und also da müsst ihr wirklich aufpassen mit solchen Quellen und das Fact-checken, weil, wie gesagt, auf TikTok, da verbreiten sich auch gerne mal so ein paar Verschwörungstheorien. Deswegen habe ich das Ganze jetzt mal außen vor gelassen für dieses Video. Finde ich das Ganze gut? Nee. Mir wäre es auch lieber, wenn meine Lieblingskunstwerke in Ruhe gelassen werden. Klimaaktivismus hin oder her. Ich gehe auch selber gerne auf Klimademos und finde es wichtig, mich dafür zu engagieren. Also die Meinungen sind wirklich sehr gespalten. Und ich habe auch mal euch gefragt auf Instagram, da heißt ich einfach nur Jette, als ich das Ganze geteilt habe und wollte wissen, was ihr so darüber denkt. Ich erreiche natürlich auch eine Community, die sich sehr für Kunst interessiert und begeistern kann. Demnach würde sowas wie eine Abstimmung bei einer anderen Social Bubble natürlich ganz anders ausfallen. Einige von euch waren sehr entsetzt und konnten es gar nicht glauben, dass man Kunst quote unquote zerstört für Aktivismus. Manche können es irgendwie nachvollziehen, sind aber trotzdem sehr besorgt und möchten, dass die Kunst auf keinen Fall geschädigt wird und raten lieber davon ab, dann den Weg zu gehen. Und einige unter euch haben mir geschrieben, dass sie selbst Aktivistinnen sind und befürchten, dass die Klimaprotestbewegung dadurch in so ein sehr schlechtes Licht gerückt wird. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal ein Video über Kunst und Klima mache, dass es halt irgendwie dann doch ganz gut matcht. Bin super gespannt auf eure Kommentare und Meinungen dazu, wie ihr euch da positioniert. Wenn wir diskutieren in den Kommentaren, bitte respektvoll bleiben. Respektiert, dass Meinungen auseinandergehen. Uns allen ist das Klima, glaube ich, wichtig. Demnach entweder benehmen oder da ist die Tür. Wenn es andere Themen gibt rund um Kunst, die ich mal diskutieren soll, dann könnt ihr auch gerne Themenvorschläge da lassen. Ich würde mich riesig über ein Abo freuen. Das unterstützt mich und meine Arbeit sehr. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.